So, in der heutigen Sitzung behandeln wir zwei ganz interessante Philosophen, nämlich zuerst nochmal den Isaac Newton. Die Frage ist, ist er überhaupt ein Philosoph? Ich würde sagen, schon, obwohl er natürlich genauso gut ein Mathematiker oder natürlich noch mehr ein Physiker genannt werden könnte. Aber wir finden bei ihm sehr, sehr wichtige Überlegungen zum Wesen der Zeit und des Raumes, auch der Geschwindigkeit, die so abstrakt sind, dass er ein Philosoph genannt zu werden verdient, wie ich finde. Bevor wir jetzt aber heute auf Newton nochmal zu sprechen kommen und dann auf Leibniz und seine Auseinandersetzung mit Samuel Clarke, der ein Schüler von Newton war, möchte ich nochmal ganz zu Beginn ein bisschen die Rede über die Zeit problematisieren. Also wir müssen uns überlegen, wie wir überhaupt über Zeit reden. Ist sie eine Substanz? Ist sie ein Subjekt? Ich habe das so beschrieben mit der Zusammenfassung, wenn wir sagen, die Zeit fließt, die Zeit verrinnt, dann sprechen wir so über die Zeit, als sei sie eine Substanz. Wenn wir sagen, die Zeit läuft oder verläuft oder sie flüchtet sogar, dann fassen wir sie als ein Subjekt auf, was etwas tun kann. Das ist natürlich eine hochproblematische, metaphorische Rede und wir müssen aufpassen. Also natürlich können wir so drüber reden, aber wir sollten jetzt nicht die Probleme dadurch erzeugen, dass wir das Problem falsch darstellen oder das Problem metaphorisch so auskleiden, dass uns durch die Auskleidung die größten Probleme erst noch bevorstehen und das eigentliche Problem gar nicht richtig ins Sichtfeld gerät. Also können wir überhaupt die Zeit nicht metaphorisch beschreiben? Schwierige Frage. Ich meine, natürlich können wir darüber metaphorisch reden. Die Metapher hat ja immer so ein Tertium Comparationis, wie Sie alle wissen. Also es gibt so eine Überschneidung zwischen dem Bildausdruck und der Sache, wie sie ist. Also so eine Analogie oder wie auch immer. Also insofern können wir natürlich darüber reden, aber wir sollten immer aufpassen, wenn wir das tun. Und dann, das ist die Frage, die mich ganz besonders interessiert, ist die Zeit überhaupt ein Gegenstand oder ist sie nicht nur eine Bedingung oder so eine Möglichkeit? Ich habe jetzt in der Zusammenfassung davon gesprochen, dass sie auch ein Rahmen sein könnte. Natürlich, wenn ich jetzt sage, ein Rahmen, bin ich wieder metaphorisch, ganz klar. Also das ist auch so die Frage, die sich jetzt zwischen Leibniz und Newton gestellt hat. Also Newton vertritt die Auffassung, dass es sowas wie eine absolute Zeit, einen absoluten Raum gibt. Also Raum und Zeit immer sehr analog, sehr ähnlich bestimmt. Und ich habe das in der Zusammenfassung so beschrieben, dass ich gemeint hatte, man könnte das wie so ein großes Gefäß verstehen vielleicht. Wie so ein großes Gefäß. Also der absolute Raum ist ein großes Gefäß. Und der bleibt ganz konstant. Und alles, was darin ist, das ist dann Zeitliches, aber das ist dann so die falsche Zeit, wie auch Newton sagt, oder die scheinbare Zeit, so was an so Bewegungen festgemacht wird, wie Tagesabläufe, wie Evolutionen der Erde um die Sonne. Und er hebt davon eben diese absolute, wahre, mathematische Zeit ab. Ja, also das ist die Frage, wie sollten wir darüber reden? Und diese dritte Frage hier, ist Zeit ein Gegenstand oder nicht nur eine Bedingung oder Möglichkeit oder ein Gefüge, eine Ordnung oder eine Relation? Diese Frage, die ist ganz zentral im Zentrum der Debatte, die wir heute behandeln werden. Jetzt möchte ich aber nochmal kurz zurückgehen auf diesen netten Herrn hier, Isaac Newton, und seinen Begriff der absoluten Zeit. Er hat ja dieses Werk verfasst, Mathematische Prinzipien der Naturlehre, und das große Verdienst besteht darin, die Natur, die Physis, das Physikalische, mathematisierbar erschlossen zu haben. Ja? Also gewisse formale Verhältnisse in der Naturentwicklung zu erkennen und diese formalen Verhältnisse dann nach mathematischen Prinzipien
zu analysieren. Ich habe da das Beispiel gebracht, das Verhältnis von Geschwindigkeit und Beschleunigung. Ja? Oder also das Verhältnis von Geschwindigkeit und Beschleunigung ist ein Ableitungsverhältnis, wie Sie ja alle wissen. Ja? Also die Ableitung oder Differentialrechnung wird ja gleichermaßen Newton wie Leibniz zugesprochen. Also Sie kennen das alles, die erste Ableitung einer Funktion, die zweite und so weiter. Und jetzt hat Newton gezeigt, dass man solche rein mathematischen Ableitungsverhältnisse auch auf physikalische Größen anwenden kann. Dass ich also Geschwindigkeit und Beschleunigung oder dann auch Energie, wenn ich in Integrale, wenn ich also ein Integral habe, dass ich das, dass verschiedene Größen sich in der Physik zueinander nach Ableitungsverhältnissen verhalten. Also er hat praktisch mathematische Erkenntnisse angewendet auf die Natur und erkannt, dass sie sich darin finden lassen. Also die Natur, mit der können wir rechnen, auf die können wir zählen sozusagen. Jedenfalls zu Newtons Zeiten noch. Heutzutage sieht das, wie Sie alle wissen, anders aus. Wenn wir in sehr, sehr kleine Bereiche uns begeben oder in sehr, sehr großen Dimensionen uns aufhalten, wenn wir die Lichtgeschwindigkeit betrachten, diese fast 300.000 Kilometer pro Sekunde, dann greifen diese Prinzipien von Newton einfach nicht mehr. Also diese Prinzipien, die Newton hier entdeckt hat, die gelten eben für unsere Lebenswelt, für Bewegungsabläufe, die eben hier in Sichtweite, sage ich mal, sind. Da gilt das alles und mit Gegenständen, die wir im Alltag eben begreifen können und die wir sehen können, selbst die wir mit Mikroskopen seinerzeit sehen konnten, da gilt diese sogenannte klassische Physik perfekt, da können wir alles wunderbar ausrechnen. Wenn wir aber in diese Grenzbereiche kommen, also in Nähe von Lichtgeschwindigkeit, selbst mit halber Lichtgeschwindigkeit und in sehr kleine Bereiche vorstoßen, also Quanten und sowas, dann greift die so einfach nicht mehr und dann müssen wir anders über diese Dinge reden und können das nicht mehr so machen, wie es Newton getan hat. Und darauf werden wir auch in der nächsten und übernächsten Sitzung zu sprechen kommen, wenn es dann um Albert Einsteins spezielle Relativitätstheorie geht. Und jetzt habe ich ein paar Fragen wieder hier, die sind auch schon von der letzten Sitzung übernommen. Also was versteht Newton unter der absoluten Zeit? Wie verhält sich Newtons Zeitverständnis zu dem Zeitverständnis bei Aristoteles und Augustinus? Genau, das sind so diese zwei Fragen. Und ich möchte hier auch nochmal ganz kurz auf die A-Reihe und die B-Reihe zu sprechen kommen. Das hatte ich ja in der Zusammenfassung auch nochmal ausführlich beschrieben. Also es gibt die A-Reihe und die B-Reihe. Und der Namensgeber ist dieser MacTaggart, ein Philosoph des frühen 20. Jahrhunderts und auf den werden wir auch noch am Ende dieses Seminars, also nicht dieser heutigen Sitzung, sondern des gesamten Seminars zu sprechen kommen. Ich möchte aber vorweggreifend die mal einführen, weil sie sehr hilfreich ist, diese Unterscheidung. Weiß von Ihnen noch mal jemand, was mit der A-Reihe der Zeit gemeint ist? Was hat es damit auf sich? Die subjektive Zeit. Genau, könnte man sagen, die subjektive Zeit. Manche sagen auch, manche Philosophen sagen auch, das sei eine präsentistische Zeitauffassung, also wonach eben besonders immer die Gegenwart wichtig sei. Also präsentistisch oder subjektive Zeit. Subjektiv natürlich jetzt nicht so, als ob für den einen die Zeit schneller verläuft, für die andere verläuft sie langsamer. Das ist damit nicht gemeint. Sie läuft genauso schnell für jede und jeden in dieser A-Reihe. Aber das Wichtige ist einfach, dass Zeitbeschreibungen dort indexikalischer Natur sind oder auch relativer Natur sind. Damit ist gemeint, wenn ich sage jetzt oder sage morgen, dann hängt das immer von meiner jeweiligen Gegenwart ab, also von dem Zeitpunkt, in dem ich oder zu dem ich diese Aussage tätige. Wenn ich also morgen gestern sage oder heute gestern, sind damit ist die Extension, also letztendlich das, der Gegenstand oder der Bereich, der damit betroffen ist, ein verschiedener. Also der Wahrheitswert einer Aussage, die indexikalisch erfasst ist, hängt ab von dem Zeitpunkt, zu dem
sie getätigt wurde. Das ist ja ganz klar. Ne? Ob ich jetzt heute sage, morgen wird das passieren, oder wenn ich in 10 Jahren sage, morgen wird das passieren, ist einfach morgen, betrifft einen anderen Zeitpunkt. Und diese Relativität von hinweisenden Wörtern, also morgen, gestern, in der Vergangenheit, vor 5 Jahren, solche Aussagen und deren Relativität hängen damit zusammen, dass nach der Aare eben die Gegenwart sich immer wandelt. Und das ist dann diese Vorstellung dieses Fließens der Zeit durch ein Subjekt hindurch und die Frage, fließen wir mit der Zeit oder fließt die Zeit durch uns hindurch? Diese Fragen, die eben solche indexikalischen Ausdrücke betreffen, die hängen mit der A-Reihe zusammen. Ja? Und die B-Reihe, was ist die nochmal im Gegensatz dazu? Wissen Sie es noch? Ja, die D-Reihe ist eigentlich die Zeit, wie man sie in der Physik betrachten würde, also unabhängig vom Subjekt. Genau, also vielleicht könnte man hier sagen, objektive Zeit, ich tue es mal in Anführungsstrichen schreiben. Zeit, und das ist die subjektive Zeit, aber wirklich subjektiv, nicht im Sinne der Relativität, dass eben für den einen die Zeit schneller verläuft, da hängt das Subjekt eben damit zusammen. Subjektive Zeit. Ich schreibe immer in subjektbezogene Zeit. Subjekt, genau. Subjektbezogen finde ich auch besser. Genau. Also es ist indexikalisch, es gibt ein Zentrum, das ist gewöhnlich ein Subjekt, für das eben die Zeit in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft jeweils auftritt. Okay, und die Mathematik oder die Physik vor allem, die betrachtet die Zeit eben unter einem sagen auch manche unter einem eternalistischen Gesichtspunkt. Eternalistisch heißt unter einem Gesichtspunkt der Ewigkeit. Da habe ich also jetzt nicht ein Subjekt zu einem Zeitpunkt, was das Zentrum der Zeitbetrachtung ist, sondern da habe ich die ganze Zeitreihe vor mir liegen, sozusagen ausgebreitet liegen. Natürlich gibt es da auch ein Früher oder Später, aber dieses Früher oder Später ist nicht abhängig von einem jeweiligen Subjekt, das sich zu einem Zeitpunkt befindet. Ich kann nach der B-Reihe immer sagen, Ereignis A war früher als Ereignis B und das kann ich objektiv behaupten zu jedem Zeitpunkt. Das hängt nicht von dem Subjekt ab. Natürlich geht da viel verloren, weil sowas wie ein Zukunftsbewusstsein, wie ein Vergangenheitsbewusstsein, vor allem aber auch sowas wie eine Gegenwart, eine erlebte Gegenwart und ihre phänomenale Bedeutung, die hat nach der B-Reihe ja, keine Berechtigung, keinen Sinn. Interessiert mich. Ja. Es geht also um Zeitverhältnisse ganz abstrakt, ganz allgemein. Mit der B-Reihe kann ich rechnen, auf die kann ich zählen. Ich kann Zeitdifferenzen mir anschauen. Ich kann Zeitpunkte als Werte in Formeln einsetzen. Ich kann das ausrechnen. Bei der B-Reihe brauche ich nicht zu wissen, ob das jetzt für jemanden gegenwärtig, zukünftig oder vergangen ist. Das spielt für das Ergebnis einer Formel, einer physikalischen Rechnung keine Rolle. Es geht also um Zeitbeträge sogar. Es geht gar nicht so sehr auch darum, was jetzt in der Zeit früher war, wenn wir nicht jetzt von Erdgeschichte oder Erdphysik sprechen. Wenn wir die theoretische Physik betrachten, so scheint mir jetzt, geht es der Physik gar nicht so sehr darum zu fragen, was war jetzt früher als das andere absolut betrachtet. Also wann war dieses Ereignis und wann war dieses, also die feste Position im Zeitstrahl, interessiert die Physik nicht. Höchstens, wenn es jetzt um Kosmologie geht und man fragt, ja wie viele Sekunden nach dem Urknall, also wie viele Tausendstel, Millionstel Sekunden nach dem Urknall war das, dann wird dieser Zeitpunkt vielleicht wichtig. Aber in der meisten Zeit geht es um Zeitbeträge, wie viel Energie ist ausgestrahlt worden im Zeitrahmen von 5 Sekunden, ja. Oder 3 Sekunden später, wo befindet sich dieses Teilchen 3 Sekunden später? Und da ist nicht von Interesse, wann jetzt dieses Zeitteilchen 3 Sekunden später wo war, im Jahr 2010, im Jahr 2050. Das interessiert die Physik nicht. Es geht um Zeitbeträge, eigentlich gar nicht so sehr um Zeitpunkte, würde ich sagen. Also kann man das noch ein bisschen weiter problematisieren. Ich glaube, dass der Physik dadurch etwas entgeht. Also ich bin da sehr, sehr kritisch, wenn man sagt, Zeit sollte man nur nach der B-Reihe betrachten, weil wir hier von der Zeit abstrahieren, wie mir scheint. Es gibt zwei Auffassungen. Man kann sagen, nein, die wirkliche Zeit, das ist
B-Reihe und die A-Reihe, da kommt halt noch so was Subjektives hinzu, da kommt halt noch ein Subjekt mit hinein. So kann man es auch sehen. Dann wäre das einfach nur überflüssig oder redundant, so eine A-Reihen-Zeitbeschreibung. Das würden sicherlich viele Naturwissenschaftler sagen, auch mit guten Gründen. Aber ich glaube, dass das eine reduktionistische Auffassung von Zeit ist und dass wir, wenn wir dieses Phänomen der Zeit in seiner ganzen Tiefe verstehen wollen, eben besonders auch auf die A-Reihe schauen müssen. Das ist so meine These, aber Sie können sich selbst Ihre eigene Meinung dazu bilden im Laufe dieses Semesters, wenn wir verschiedene Theorien dazu betrachtet haben. Natürlich geht Zeit nicht nur im Zeitempfinden auf, das ist klar. Und wir müssen auch wirklich ganz knallharte ontologische Fragen uns stellen. Eben solche, ob es jetzt eine absolute Zeit gibt, ob es nur eine relative Zeit gibt, was das überhaupt ist, das ist klar. Und da ist auch nicht mehr ganz so sicher oder ganz so klar, auf welche dieser Reihen sich solche Fragen jetzt beziehen. Ja, also die Frage nach dem absoluten Raum, ist es eine absolute Zeit, ist es jetzt eine Frage, die die A-Reihe oder die B-Reihe betrifft? Also muss man sich immer auch überlegen, oder auf beides. McTaggart kennt ja noch eine C-Reihe, die möchte ich jetzt aber hier gar nicht einführen, auf die kommen wir noch. Also jedenfalls kann uns die Rede, die Unterscheidung von A-Reihe und B-Reihe, so eine Art Koordinatensystem an die Hand geben, mit dem wir die jeweiligen Theorien betrachten können. Augustinus, den ersten Denker, den wir hier besprochen haben, der ist natürlich ein ganz klarer Analyst der A-Reihe. Bitte. Wenn wir über Zeugnisse der Zeit sprechen, wie Kunstgegenstände, Literatur, Musik, zum Beispiel, wo befinden wir uns? Der Arbeit. Also über historische, meinen Sie historische? Wenn wir Musik hören, ja. Kunstgegenstände, der Vergangenheit. Mhm. Ja, gute Frage. Ne? Also die Vergangenheit. Wenn Sie so sprechen, dass es in der Vergangenheit war, dann sagen Sie das natürlich von einem subjektiven Standpunkt aus. Ne? Es könnte ja irgendwann mal auch das, was morgen oder in 10 Jahren ist, vergangen sein. Es ist jetzt noch nicht. Dann hängt es natürlich stark von dem Subjekt ab. Aber wir können natürlich versuchen, so eine Kulturgeschichte auch nach der B-Reihe irgendwie zu beschreiben, dass wir so einen Zeitstrahl ansetzen und dann einfach ganz objektiv die gesamte Kulturgeschichte der Menschheit an uns Revue passieren lassen. Ja, da müssen wir uns auf so einen göttlichen Betrachtungspunkt hinbewegen, was wir praktisch nicht können, weil wir die ganze Zeit nicht überschauen können. Aber das müssen wir dann praktisch machen, uns über die Zeit erheben, also die Zeit überblicken, die gesamte Zeit überblicken. Also aus der Zeitreihe herauszutreten, nicht mehr selbst der Zeit zu unterliegen, sondern die Zeit muss uns unterliegen nach so einer Auffassung. Und dann können wir also einen riesen Zeitstrahl dann nehmen und sagen, und hier war das, und hier war das, und hier war das. Und im Jahr 3030 wurde das erfunden und so weiter und so fort. Da unterliegen wir nicht der Zeit, da überblicken wir sie. Das ist eher so eine Perspektive eines göttlichen Wesens, müsste man sich das so vorstellen. Ja. So vielleicht. Aber wenn eben die Rede von Vergangenheit und sowas ins Spiel kommt, dann sind das klare Signale dafür, dass wir uns in der A-Reihe befinden. Also dann gehen wir jetzt mal hier auf die Fragen nochmal bei Newton ein bisschen ein. Also ich habe die auch schon vorgelesen das letzte Mal. Er sagt, Zeit, Raum, Ort und Bewegung als allen bekannt erkläre ich nicht. Ich bemerke nur, dass man gewöhnlich diese Größen nicht anders als in Bezug auf die Sinne auffasst und so gewisse Vorurteile entstehen, zu deren Aufhebung man sie passend in absolute und relative, wahre und scheinbare mathematische und gewöhnliche unterscheidet. Also es sagt, es gibt eben eine Zeit, das ist die absolute Zeit, die können wir auch noch als die wahre Zeit oder die mathematische Zeit ansehen. Und es gibt eben die gewöhnliche Zeit, die relative und die scheinbare Zeit. Die absolute wahre und mathematische Zeit, das ist also die gute Zeit sozusagen, die verfließt an sich und vermöge ihrer Natur gleichförmig und ohne Beziehung auf irgendeinen äußeren Gegenstand. Sie wird auch so mit dem Namen Dauer belegt. Also Newton hat jetzt hier natürlich eine Metapher, wieder verwendet, fließt.
fließt an sich. Es ist ganz schwierig, sich vorzustellen, wie kann denn eine absolute Zeit an sich fließen? Also man muss, wie kann man sich jetzt diese absolute Zeit vorstellen? Das ist ja ganz schwierig. Ne? Vielleicht auch eine Abhebung von einer anderen Zeitvorstellung. Wie kann ich denn die absolute Zeit mir jetzt denken? Also es hört sich danach an, als ob sie unabhängig von allen Gegenständen fließen würde, wenn sie an sich fließen. Genau, also die Zeit an sich, der Zeitfluss als solcher. Nicht irgendwelche Gegenstände, die sich in der Zeit verändern. Also jetzt lege ich da einen Apfel auf einen Tisch und mit der Zeit wird er faul und ja, wird schlecht und irgendwann ist er nicht mehr da. Das ist nicht die Zeit, sondern es muss das reine Verfließen selbst sein. Verstehen Sie so? An sich verfließt. Finde ich das Verfließen ein bisschen schwierig. Schwierig, gell? Weil es unabhängig von allen anderen Genau. Ist es nicht dann ein. Genau, wie kann man sich denn das Verfließen als solches da vorstellen? Man kann das Verfließen doch immer nur vor dem Hintergrund etwas bemessen, was nicht verfließt. Ne? Schwierig, ne? Absolute Verfließen. Wir hatten das bei Aristoteles gesehen, wo es um die Frage ging, ist die Zeit. Kann die Zeit schneller oder langsamer vergehen? Hat er gemeint, nein, die Zeit muss konstant sein, weil an dieser konstant ablaufenden Zeit können wir erst bemessen, ob sich etwas schneller oder langsamer bewegt. Also die Zeit muss so eine Art fixer Hintergrund sein. Lesen wir mal weiter. Die relative scheinbare und gewöhnliche Zeit ist ein fühlbares und äußerliches, entweder genaues oder ungleiches Maß der Dauer, dessen man sich gewöhnlich statt der wahren Zeit bedient. Wie Stunde, Tag, Monat, Jahr. Wieso ist das jetzt ein unter Umständen ungleiches Maß? Warum denn? Warum sollten wir auf sowas nicht uns konzentrieren, wenn wir wirklich über die Zeit sprechen sollen? Wenn das abhängig ist von unserer körperlichen Konstitution, von unserem Gelenkkabel, ja. Ja, muss nicht, also wäre möglich, muss aber nicht unbedingt sein. Er meint hier schon die objektive, also die Stunde, wie sie eben vergeht und der Tag, wie er vergeht und das Jahr, wie er vergeht. Warum nicht solche Sachen? Weil immer bezogen ist ja recht was anderes. Eine Stunde ist im Grunde ein Teil von Lauf der Sonne. Genau, ja. Stunden, das ist ja nicht konstant. Richtig, das hat man aber auch erst nachweisen können, dass also die Erdumdrehung, also die Drehung der Erde um die Sonne, dass die nicht exakt ein Jahr ist, was auch immer jetzt ein Jahr ist. Wenn man jetzt sagt, ein Jahr ist eben die Umdrehung der Erde um die Sonne, gut, dann ist jede Umdrehung der Erde um die Sonne ein Jahr. Ja? Aber die Umdrehung der Erde um die Sonne ist eben nicht immer dieselbe Strecke. Also die Erde hat man erst ganz in jüngster Zeit, ich glaube so um 1900, Anfang des 20. Jahrhunderts, hat man festgestellt, dass die Amplitude der Erdumdrehung, der Radius, dass der 5 Meter variieren kann. Also mal ist die Erde 5 Meter weiter weg von der Sonne. Ne? Und diese wenigen 5 Meter, ist ja praktisch so gut wie nichts. 5 Meter im Verhältnis der Erd-Sonnen-Relation ist ja eigentlich nichts. Aber diese 5 Meter Auslenkung, Differenz von Jahr zu Jahr, die machen aus eine ganz, ganz unvorstellbar kleine Zeit. Und diese Zeitdifferenz von Jahr zu Jahr, also von Erdumdrehung zu von Erd-Sonnen-Umdrehung, sozusagen von Umdrehung der Erde um die Sonne, von Jahr zu Jahr, die macht eben einen ganz kleinen Zeitbetrag aus und diesen Zeitbetrag konnte man erst durch die Erfindung einer Quarzuhr, also einer besonderen Technik, überhaupt erst messen. Und diese Quarzuhr, ich weiß nicht, wann sie erfunden wurde, so in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, ne, vielleicht 1920 oder 30. Und erst als man diese Quarzuhr konstruieren konnte, konnte man diese minimalen Zeitdifferenzen überhaupt messen. Also es ist ein epistemisches Problem, auch ein bisschen, ja. Wenn wir das natürlich nicht messen können, dann scheint das alles so ganz konstant zu sein. Aber je genauer wir hinschauen, dann mit der Atomuhr und so weiteren Verfeinerungen der Messungen, können wir natürlich sagen, dass also die Drehung der Erde um die Sonne, dass die nicht jedes Jahr genau
gleich lang braucht. Und dann ist auch die Rede vom Jahr höchst problematisch. Ne? Und wissen Sie, wie man mittlerweile eine Sekunde überhaupt physikalisch definiert? Oder wie man dabei verfährt? Das können Sie auch mal nachlesen. Auf wie... Genau, das sind also elektromagnetische Wellen. Also es geht um so ganz kleinste Konstanten. Also man geht dann erstaunlicherweise sehr ins Kleine, ne, und nicht mehr sehr ins Große. Ne. Und da, wenn Sie das mal nachlesen, ist hochinteressant, wie man die Sekunde definiert, ne, physikalisch. Ne. Es ist natürlich eine Bewegung oder eine Strahlung, elektromagnetische Strahlung. Die Frage ist immer, was ist denn jetzt genau Strahlung? Ist es eine Welle? Sind es Teilchen? Ganz schwierig, aber man hat jetzt offensichtlich da so eine Lösung gefunden. Aber es ist hochproblematisch. Ich denke, auch in diese Richtung könnte man jetzt, auch wenn jetzt Newton sicherlich glaubte, dass die Erde sich jedes Jahr genau gleich lang um die Sonne drehe, jedenfalls ist es eben nur eine konkrete Bewegung, an der die Zeit bemessen wird und nicht die Zeit als solch. Es ist eben ein Ding, die Erde, die eine Bewegung durchführt und dadurch zeitlich betrachtet werden kann, aber nicht die Zeit als solche. Ja, und also das hatten wir auch bei Aristoteles gesehen. Aristoteles wusste das einfach nicht. Er dachte auch noch in ganz anderen kosmologischen Dimensionen, was jetzt Drehungen anbelangt und so weiter und so fort. Aber je genauer man hinschaut, umso unsicherer wird einfach die Zeit bestimmt mittels Bewegung solcher Art. Ne? Der absolute Raum verbleibt vermöge seiner Natur und ohne Beziehung auf einen äußeren Gegenstand stets gleich und unbeweglich. Das muss natürlich Raum heißen. Der relative Raum ist ein Maß oder ein beweglicher Teil des Ersten, welcher von unseren Sinnen durch seine Lage gegen andere Körper bezeichnet und gewöhnlich für den unbeweglichen Raum genommen wird. Zum Beispiel ein Teil des Raumes innerhalb der Erdoberfläche, ein Teil der Atmosphäre. Ein Teil des Himmels bestimmt durch seine Lage gegen die Erde. Der absolute und relative Raum sind dasselbe an Art und Größe, aber sie bleiben es nicht immer an Zahl. Bewegt sich zum Beispiel die Erde, so ist der Raum unserer Atmosphäre, welcher in Bezug auf unsere Erde immer derselbe bleibt, bald der eine, bald der andere Teil des absoluten Raumes, in welchen die Atmosphäre übergeht und ändert sich so beständig. Also Newton versucht jetzt die absolute Zeit in Analogie zum absoluten Raum zu bestimmen. Was ist jetzt hier der absolute Raum? Den kann man sich vielleicht ein bisschen leichter vorstellen als die absolute Zeit. Haben Sie eine Idee? Was ist der absolute Raum im Vergleich zum bloß relativen Raum? Ich stelle mir das gerade als ein universelles Bezugssystem an, universelles Koordinatensystem, wenn man will, auch wie das Quiz an den Ursprung sein soll. Während der relative Raum vielleicht eher so ein lokales Bezugssystem innerhalb. Ja, Sie haben jetzt schon so ein Bezugssystem ins Spiel gebracht. Da müssen wir noch schauen, wie sich dann Leibniz dazu verhalten wird. Weil Leibniz wird ja sagen, es ist eher so die Relation, die den Raum und die Zeit ausmacht. Also ich denke, man kann mit Blick auf den relativen Raum natürlich, wie der Name schon sagt, besser von Relation sprechen. Also der absolute Raum hätte natürlich, wie Sie, glaube ich, richtig sagen, keine Relationalität. Ne? Er wäre eben unabhängig von konkreten Positionen. Vielleicht lesen wir mal weiter noch. Der Ort ist ein Teil des Raumes, welchen ein Körper einnimmt und nach Verhältnis des Raumes entweder absolut oder relativ. Er ist ein Teil des Raumes, nicht aber der Platz oder die Lage des Körpers oder die ihn umgebende Oberfläche. Denn die Orte gleicher, fester Körper sind stets aneinander gleich, wogegen die Oberflächen wegen der Unähnlichkeit der Gestalt meistenteils ungleich sind. Die Lage eines Körpers hat aber eigentlich gar keine Größe und ist nicht so sehr ein Ort als ein Verhältnis des Ortes. Die Bewegung des Ganzen ist identisch mit der Summe der Bewegung seiner einzelnen Teile, daher die Ortsveränderung des Ganzen identisch mit der Summe der Ortsveränderung seiner einzelnen Teile. Er befindet sich daher innerhalb des ganzen Körpers.
Jetzt geht es also um spezielle Positionen innerhalb des Raumes. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt über die absolute Zeit. Er sagt jetzt Folgendes: Die absolute Zeit wird in der Astronomie von der relativen, der gewöhnlichen, der falschen, der nicht-mathematischen durch die Zeitgleichung unterschieden. Die natürlichen Tage, welche gewöhnlich als Zeitmaße für gleich gehalten werden, sind nämlich eigentlich ungleich. Das ist das, also er hat schon gemerkt, dass die einzelnen Tage, also praktisch die zeitlichen Abschnitte, die jetzt die Drehung der Erde betrifft, dass die nicht identisch sind. Und Aristoteles schien davon noch ausgegangen zu sein, dass also kosmologische Bewegungen, kosmologische Konstanten, wie der Name eben schon sagt, konstant sein. Kosmos heißt Schmuck, Ordnung. Ne? Also das Weltall ist nach der Vorstellung der Antiken einfach absolut geordnet, nach ganz klaren Verhältnissen, wie ja auch in der Musik Frequenzen und Tonintervalle sich nach ganz klaren mathematischen Verhältnissen bestimmen lassen. So ging man eben in der Antike auch davon aus, dass sich Tage und Jahre eben absolut, was ihre Dauer anbelangt, identisch zueinander verhalten. Und das ist selbst jetzt für Newton nicht mehr der Fall. Also sagte er, die Tage sind nämlich eigentlich ungleich. Diese Ungleichheit verbessern die Astronomen, indem sie die Bewegung der Himmelskörper nach der richtigen Zeit messen. Es ist möglich, dass keine gleichförmige Bewegung existiere, durch welche die Zeit genau gemessen werden kann. Alle Bewegungen können beschleunigt oder verzögert werden. Allein der Verlauf der absoluten Zeit kann nicht geändert werden. Das ist also zum Beispiel das jetzt auch mit dieser Auslenkung der Erde. Also mal 5 Meter praktisch weiter hinter die Sonne ist der Radius mal 5 Meter weiter oder 5 Meter größer und im nächsten Jahr ist er 5 Meter kleiner. Das sind einfach solche relativen Verhältnisse, die uns keine absolute Zeitbestimmung ermöglichen. Weil es sich hier eben um Beschleunigungsverhältnisse geht und nicht um konstante Bewegungen. Es geht eben um Gravitation. Da, wo die Sonne im Spiel ist, wo sich die Erde um die Sonne dreht, da haben wir es mit Gravitationskräften zu tun. Auch wenn sich die Erde jetzt in ihrer Umlaufbahn eingependelt hat, durch dieses Gleichgewicht. Aber es ist nicht ganz konstant. Allein der Verlauf der absoluten Zeit kann nicht geändert werden. Dieselbe Dauer und dasselbe Verharren findet für die Existenz aller Dinge statt. Mögen die Bewegungen geschwind oder langsam oder null sein. Ferner wird diese Dauer von ihren durch die Sinne wahrnehmbaren Massen unterschieden und mittels der astronomischen Gleichung aus ihnen entnommen. Die Notwendigkeit dieser Gleichung bei der Bestimmung der Erscheinung wird aber sowohl durch die Anwendung einer Pendeluhr als auch durch die Verfinsterung der Jupiter-Trabanten erwiesen. Ja, haben Sie hier nochmal Informationen über die absolute Zeit erhalten? Also hier wissen wir jetzt jedenfalls, was die Kritik an der relativen Zeit ist. Die könnte man auch als eine Kritik an der aristotelischen Zeitauffassung verstehen, wenn ich es recht sehe. Aristoteles hat eben Zeit und Bewegung, also praktisch das Maß der Bewegung ist die Zeit oder die Zahl der Bewegung ist die Zeit. Also dreimal die Umkreisung der Erde um die Sonne, das sind eben 3 Jahre. Also er musste wohl von konstanten Verhältnissen in der Kosmologie ausgehen. Und Newton sagt, nee, das können wir gar nicht annehmen hier. Tage sind nicht genau gleich. Und ob er das mit dem Jahr schon vermutet hatte, weiß ich nicht. Es ist natürlich leichter, einen Tag zu messen, die Abweichung von Tagen, als von Jahren. Das ist ein längerer Zeitraum. Aber im Prinzip her ist es dasselbe wie mit dem Jahr. Nee, wir dürfen nicht, sagt Newton, die Zeit bestimmen nach Bewegung innerhalb eines bestimmten Systems, sondern wir müssen, wenn wir von der absoluten Zeit reden, von etwas reden, was eben ständig mit sich identisch bleibt. Ich schaue noch mal hier, ob ich noch mal diese Stelle, diese Zeit habe. Genau, er sagt hier, allein der Verlauf der absoluten Zeit kann nicht geändert werden. Dieselbe Dauer und dasselbe Verharren findet für die Existenz aller Dinge statt. Ja. Wie kann man sich das nochmal vorstellen? Haben Sie da noch ein bisschen eine weitere Erklärung dafür?
Also es muss offensichtlich dasjenige sein, von dem auch Aristoteles sprach, als er gesagt hat, damit wir überhaupt Bewegung, Veränderung feststellen können, was jetzt schneller ist, was langsam ist, müssen wir so einen konstanten Hintergrund haben, der sich nicht verändert, weil nur an diesem konstanten Hintergrund Veränderung bemessen werden kann. Jetzt hatte eben Aristoteles gesagt, diese Konstanz, die beziehen wir aus der Veränderung, aber der gleichmäßigen Veränderung. Und die gleichmäßige Veränderung ist eben die Erdbewegung. Und da sagt jetzt eben Newton, nein, offensichtlich nicht. Wir dürfen nicht die Erdumdrehung oder sonstige kosmologische Verhältnisse ansetzen, um die absolute Zeit, diesen absoluten Hintergrund zu bestimmen, sondern wir müssen sagen, es ist die absolute Zeit. Die absolute Zeit, die absolut gleichförmige Bewegung. Jetzt kann man sich natürlich fragen, ist diese absolute Zeit etwas, was wirklich existiert? Oder ist sie nur so ein Postulat oder nur so eine Idee oder so eine Hypothese, die wir annehmen müssen? Das ist jetzt natürlich eine spannende Frage. Ne? Haben Sie sonst noch Gedanken zur absoluten Zeit, wie man sich die vorstellen kann? Mhm. Also im Grunde ist es wie ein Netzwerk im Hintergrund. Mhm. Ein Netzwerk in kleinsten Einheiten. Mhm. Und sie legen im Grunde die relative Zeit außen drauf. Das heißt, keine Verausschnitte aus der absoluten Zeit, also okay, das ist jetzt ein Mark der klassischen Zeit. Aber im Endeffekt ist die Einheit, die da angewendet wird, die kommt hinten aus dem Netzwerk. Ja. Ich denke, das ist eine gute Beschreibung. Ich habe es jetzt in der Zusammenfassung habe ich es genannt, ein Gefäß. So ein großes Gefäß, aber das ist problematisch, weil ein Gefäß natürlich wieder eine Verräumlichung ist. Ja, wir tendieren dazu, die Zeit immer auch zu verräumlichen. Das hat zum Beispiel dann im 20. Jahrhundert Martin Heidegger sehr treffend in seinem Werk Sein und Zeit auch gesagt. Wir müssen aufpassen, dass wir die Zeit eben nicht vergegenständlichen, dass wir sie nicht als eine Substanz fassen, auch nicht als ein Subjekt. Vielleicht Subjekt wäre vielleicht sogar noch fast das Beste. Und wir sollten sie auch nicht verräumlichen. Und so eine Rede von etwas Absolutem legt schon so ein bisschen nahe, dass hier es um so eine Gegenständlichkeit geht. Also die Rede von einem Gefäß, von einem vielleicht konstant verfließenden Gefäß, wenn man sich das überhaupt vorstellen kann, wäre vielleicht sowas wie ein mögliches Bild für die absolute Zeit. Also es muss das enthalten und es muss aber getaktet sein. Es muss so ein Netzwerk, finde ich auch nicht schlecht. Ja? Ich finde es erstaunlich, dass es auf eine paradoxe Art auch in so eine statische Betrachtung zu zeigen. Ja? Also man hat auch einfach versucht, jemand festen Boden unter den Füßen zu kriegen. Genau. Sagt, die Zeit ist unveränderlich. Das ist ein interessanter Widerspruch. Genau. Ja? Genau, richtig. Genau. Also die Zeit muss einerseits sich bewegen oder es muss Veränderung ermöglichen, sage ich jetzt mal, muss die Bedingung sein, dass überhaupt sich etwas ermöglichen, verändern kann. Und in diesem Ermöglichen von Veränderung darf es eben selbst nicht verändert sein, ne? Weil sonst könnte ja gar nicht Bewegung, Veränderung gemessen werden. So, ne? Aber ja, dann sagt er wiederum, sie verfließt. Ne? Sie verfließt. Ja? Aber ich glaube, entscheidend ist, dass die Zeit immer existiert. Das heißt, dass Gott in der Zeit ist. Mhm. Dass Gott schafft sein Werk in der Zeit. Mhm. Da kommen wir jetzt gleich noch drauf. Genau, ist auch noch ein guter Punkt. Also wenn dann so theologische Implikationen noch mit reinkommen. Und da kommen wir jetzt noch gleich drauf zu sprechen, weil jetzt geht es dann in der zweiten Hälfte dieser heutigen Sitzung um diesen Briefwechsel zwischen Newton und zwischen Clark. Also Samuel Clark ist ein Schüler von Newton und Leibniz. Jetzt schauen wir mal, ob wir hier noch ein Zitat haben. Wie die Reihenfolge der Zeitteile ist auch die der Raumteile unveränderlich. Bewegt man diese von ihrem Orte, so werden sie sozusagen von sich selbst entfernt. Die Zeiten und die Räume sind die Orte ihrer selbst und aller Dinge. In der Zeit in Bezug auf die Aufeinanderfolge, im Raume in Bezug auf die Lage aller Dinge. Das Wesen der Räume ist, dass sie Orte sind. Dass ein ursprünglicher Ort bewegt werde, ist absurd. Genauso natürlich, dass eine ursprüngliche Zeit verfließe, ist absurd. Diese sind daher die absoluten Orte und aus der Übertragung von einem Orte zum anderen entsteht die absolute Bewegung. Können Sie daraus noch was für sich mitnehmen, was jetzt die Bestimmung des absoluten Raumes und der absoluten Zeit anbelangt?
Das ist der absolute Raum ist im Grunde der Hintergrund. Mhm. Und in dem absoluten Raum sind Orte. Mhm. Also, sozusagen der absolute Raum wird durch die einzelnen Orte definiert, aber die sind unveränderlich. Mhm. Räume werden dann definiert über diese Orte. Und Räume sind letztlich verschiebbar. Mhm. Aber die Orte, die den absoluten Raum aufspannen, sind absolut unveränderlich. Mhm. Ja, man könnte sich das vielleicht mit so einem Koordinatensystem vorstellen. Also ein fixes Koordinatensystem irgendwie. Also das wird jetzt eben bei Newton nicht irgendwie relativ gedacht, also bloße Verhältnisse, sondern schon absolut. Ne? Es gibt also dieses fixe Koordinatensystem, das wäre vielleicht so eine Idee. Aber das hört nicht irgendwo auf und das ist eben unendlich groß. Ne? So ein Koordinatensystem wäre vielleicht so eine mögliche Erklärung. Und wenn wir das jetzt, also in Bezug auf den Raum und wenn wir das bezogen jetzt auf die Zeit denken, könnte man sich vielleicht überlegen, so eine B-Reihe, die einfach sich unendlich erstreckt. Wäre das eine mögliche Beschreibung der absoluten Zeit? Sondern so eine B-Reihe. Einfach diese B-Reihe. Unendlich nach links und nach rechts. Ja, würden Sie sagen, also es wäre vielleicht so ein Versuch, ne, das zu beschreiben. Ne? Hm? Ich habe kürzlich in einer Briefmarkenzeitschrift eine Abbildung gesehen, wenn das Interesse besteht, versuche ich die mal zu finden. Und das war tatsächlich ein Gefäß, also das ging da um physikalische Errungenschaften. Und das war halt als ein, am besten, ich bring's mal mit, dann können wir das vielleicht mal hier mit einbringen. Gerne, ja. Das ist so ein bisschen wie ein Koordinatensystem und beinhaltet halt Raum und Zeit und das dann daneben drüber. Ich fand das ganz gut, deshalb habe ich mir auch gehofft, ich such's mal. Vielleicht meinten Sie diesen Minkowski-Raum, also so eine Art Trichter? So ein Trichter? So, ja, schon Trichter. Genau. Sowas? Ja, also der war rund halt, aber ist ja wurscht, ob und nur halt die Hälfte davon. Nur das hier? Ja. So ein Kegel. Und, ja, so ein Kegel. Und genau. Nicht spitz, weil es dann rund war. Und halt in dem Punkt, wo jetzt bei ihm der Mittelpunkt ist, ist quasi der Urknall. Ja. Und dann ist das. Genau, das ist der Minkowski-Raum. Also das ist eben ein Raum, der. Das ist praktisch eine raumzeitliche Vorstellung. Ne? Also hier haben wir die Zeit und hier haben wir den Raum. Und der Minkowski-Raum ist definiert in seiner äußeren Grenzen durch die Lichtgeschwindigkeit. Ne? Also, dass der Raum jetzt nicht so groß ist, also dass er dort, dass er noch hinzukommt, hängt damit zusammen, dass die Lichtgeschwindigkeit begrenzt ist. Und diese Begrenzung der Lichtgeschwindigkeit äußert sich in diesem sogenannten Minkowski-Raum. Minkowski war eben der Name eines Forschers, darin, dass gerade hier jetzt diese Grenzen liegen. Weiter, breiter kann er nicht sein, weil um breiter sein zu müssen, müsste die absolut schnellste Geschwindigkeit einfach größer sein. Das ist also der Raum, in dem sich überhaupt etwas befinden kann zu einer jeweiligen Zeit. Ja, genau, weil die Zeit aber eben sich auch weiter ausbreitet. Also wenn wir jetzt eben der Zeit weitergehen hierher, dann ist er eben dann hier. Dann geht er wie so ein Trichter immer weiter, aber das hängt eben mit der Zeit zusammen. Das ist also praktisch nur eine raumzeitliche Vorstellung des Urknalls, in dem Sinne, dass die Lichtgeschwindigkeit die Grenzen der Raumzeit einfach definiert. Außerhalb dieses Trichters kann nichts existieren, weil nichts schneller als Licht sein kann. Ja. Aber wir kommen da noch drauf zu sprechen in der übernächsten Sitzung oder vielleicht so in der nächsten, wenn wir uns mit Albert Einstein befassen und der Lichtgeschwindigkeit und ihrem Verhältnis zur Zeit. Ja. Ich wollte fragen, ob dann nicht das Problem einfach verschoben wird, wenn man jetzt quasi die Lichtgeschwindigkeit Licht als absolut. Guter Punkt, genau. Jetzt ist es eben interessanterweise. Diese Konstante, dieses Absolute, was man immer sucht, ist jetzt eben nach Einstein nicht der Raum und nicht die Zeit. Es gibt nicht die absolute Zeit,
sondern es gibt eben nur die absolute Lichtgeschwindigkeit. Die absolute Bewegung gibt es sozusagen, in Anführungsstrichen. Und bei Aristoteles ist es ja so, dass die Bewegung immer unterschiedlich sein kann, wir uns dann nach solchen Sternen, also nach solchen kosmologischen Verhältnissen richten müssen. Es ist ganz interessant, wie sich plötzlich die Absolutheit physikalischer Größen ändert. Ganz spannend. Und eigentlich, also sagen wir mal so intuitiv, würde man doch schon denken, dass also eine Bewegung eigentlich immer schneller verlaufen kann. Warum sollte eine Bewegung oder eine Geschwindigkeit irgendwo mal eine Grenze haben? Das leuchtet doch überhaupt nicht ein. Wieso sollte die maximale Geschwindigkeit bei ungefähr 300.000 Kilometer pro Sekunde liegen? Wieso nicht bei 305 oder bei 330.000? Wieso gerade da? Das ist doch überhaupt nicht, also philosophisch jetzt oder so selbst vom allgemeinen gesunden Menschenverstand überhaupt nicht einleuchten. Ja. Wir müssen natürlich dann auch versuchen zu klären, wie diese Forderung der absoluten Lichtgeschwindigkeit mit philosophischen Prinzipien zusammenhängt. Inwiefern da Empirisches ins Spiel kommt, also ob da nicht doch eine epistemologische Problematik enthalten ist in dieser Forderung der absoluten Lichtgeschwindigkeit, ob das wirklich absolut gelten muss oder ob man das nicht auch in Frage stellen kann. Oder so, ne? Wir sollten das jetzt nicht als ein philosophisches Dogma annehmen. Die Physik geht zwar davon aus, aber wir sind ja keine Physiker, wir sind ja Philosophen und Philosophinnen und dürfen da noch ein bisschen weiter fragen, ohne uns anzumaßen, die Sache besser physikalisch zu verstehen, als es Physikerinnen und Physiker tun. Aber wir dürfen jedenfalls, wie wir es als Philosophen tun, naiv zurückfragen und fragen, könnte es nicht auch eine schnellere Geschwindigkeit geben? Warum denn nicht? Das ist unsere Aufgabe, zu fragen. Und dann müssen die Physiker oder wer auch immer uns eine kluge Antwort drauf geben. Also, das nur als kleiner Vorgriff auf das, was noch kommt. Jedenfalls können wir festhalten, hier in dieser klassischen Physik sind es Raum und Zeit, die absolut sind und die Bewegung eben nicht, sondern die kann eben nur innerhalb des absoluten Raumes und der absoluten Zeit entstehen. Und die moderne Physik sagt, nein, die Bewegung oder die Geschwindigkeit ist das, was absolut ist im Sinne dieser Grenze. Das ist diese Grenze hier, das sind die Konstanten. Und eben nicht Raum und Zeit. Ne? Also vielleicht müsste man sich diese absolute Zeit so vorstellen wie so eine endlose B-Reihe nach beiden Richtungen geöffnet. Und vielleicht dann, wenn man noch ein bisschen spekulativer sein möchte, eine, die sich eben im Unendlichen wieder schließt. Also dass man sich das dann so wie so ein Kreis vorstellt. Ne? Auch wenn jetzt natürlich die Enden der Zeit sich natürlich nicht mehr wieder schließen, aber Sie kennen ja solche Spekulationen, ob sich Parallelen im Unendlichen schneiden. Ist ja die Frage, ne, ob das so ist, und man nimmt es ja an. Parallele Geraden, dass die sich im Unendlichen schneiden. Und insofern könnte man spekulativ vielleicht sagen, gut, dann lassen wir einfach jetzt, wenn wir den Zeitstrahl der B-Reihe unendlich in beide Richtungen verlaufen, lassen wir sie einfach dann im Unendlichen sich schließen und fassen das dann einfach so auf, vielleicht jetzt eher so ein bisschen zur Veranschaulichung, und wir können das dann natürlich wieder entfalten und haben dann hier diese absolute Zeiterstreckung der B-Reihe. Also das ist jetzt das, was mir am plausibelsten erscheint, diese absolute Zeit als so eine B-Reihe, aber jetzt nicht nur als irgendwelche Relationen in der B-Reihe. Das wäre zu schwach, und so wird ja auch dann Leibniz argumentieren, dass es nur Relationen sind, sondern schon eine B-Reihe, also Betonung auf Reihe. Es ist eben diese Reihe, die da eben unendlich existiert und in der irgendwas vorkommen kann, Bewegung stattfinden kann und so. Aber es muss schon diese Reihe existieren, was auch immer jetzt diese Reihe ist. Ob sie als Gegenstand vorliegt oder wie auch immer, ob als Gefäß gedacht werden muss. Aber so ein Gefäß, da haben wir die Verräumlichung drin, und bei einer Reihe haben wir nicht die Verräumlichung drin. Warum nicht? Weil eine Reihe ist eben, gut, bei einer Reihe kann man auch sagen, vorher, nachher. Ne? Das ist auch so ein bisschen das Problem. Insofern, von einer Reihe zu sprechen, impliziert schon so ein bisschen eine Verräumlichung vorzunehmen. Ne? Also wenn ich sage, also es geht nach links und nach rechts ins Unendliche. Ne? Sowas. Hier geht es zurück, hier geht es nach vorne. Ja, da mache ich auch eine Verräumlichung der Zeit.
aber nur zweidimensional, nicht dreidimensional. Wenn ich sage, die Zeit ist ein Gefäß, dann verräumliche ich die Zeit in dritter Dimension. Das ist natürlich noch viel schlimmer, als in der zweiten Dimension zu verräumlichen. Ja? Deswegen so mein Vorschlag, lassen wir sie doch einfach dann sich hier wieder schließen, hier im Unendlichen. Dann haben wir hier so einen schönen Kreis. Ist natürlich auch wieder was Räumliches. Ne? Aber also ich würde es stark tendieren zur B-Reihe. Also B-Reihe ontologisch gedacht. Sie existiert, die B-Reihe existiert. Und ist nicht nur eine Ordnung oder so, die unserem Geist entsteht. Also nicht epistemologisch, sondern einfach diese schiere B-Reihe, dieser schiere Fluss, eternalistisch betrachtet. Ne? Eternalistisches Zeitverständnis. Also wir erheben uns über diese Zeitreihe und sind nicht in der Zeitreihe drin, dass etwas für uns gegenwärtig, vergangen und zukünftig ist. Ich glaube, das wäre so ein Kandidat für diese absolute Zeit. Ne? Wäre ein interessantes Thema für eine Hausarbeit, der Begriff der absoluten Zeit bei Newton. Wie müssen wir uns sie denken? Ohne sie zu verräumlichen, ohne sie zu verzeitlichen im schlechten Sinn. Wäre doch ein spannendes Thema. Jetzt kommen wir zu diesem sehr netten Herrn hier, dem Gottfried Wilhelm Leibniz und seinem Briefwechsel mit Samuel Clarke. Sie sehen, Leibniz war ein Zeitgenosse Newtons, hat mit ihm auch korrespondiert und beide haben ja für sich reklamiert, die Entdecker der Infinitesimalrechnung zu sein, also solche Verhältnisse wie Ableitungen, das entdeckt zu haben. Ich weiß gerade gar nicht, wer sie jetzt wirklich entdeckt hat, ob es wirklich beide zugleich waren. Also jedenfalls waren beide Mathematiker, Philosophen und Naturforscher. Leibniz vielleicht noch ein bisschen mehr Philosoph, als es Newton war. Wir sehen das auch darin, dass er jetzt in diesem Briefwechsel mit Samuel Clarke, und Samuel Clarke war ein Schüler von Newton, also praktisch eine Art von Stellvertreter-Auseinandersetzung, also praktisch indem Leibniz mit Clarke debattiert, debattiert er eigentlich mit Newton. Also Clarke ist so ein Anhänger von Newton. Und wir sehen, dass Leibniz vielleicht noch ein bisschen philosophischer ist, wenn man das überhaupt so sagen kann, weil er noch stärker logische und epistemologische Fragestellungen mit ins Spiel bringt, die für Newton eigentlich keine Rolle spielen. Als Epistemologie, die Erkenntnistheorie, ist für ihn nicht so zentral. Okay, dann schauen wir uns mal die Leitfragen an. Wie bestimmt Leibniz die Zeit im Gegensatz zu Newton? Natürlich spannend, das ist die zentrale Frage. Eine weitere Frage ist die, wie sich Leibniz Zeitbegriff mit der A- und der B-Reihe der Zeit in Verbindung bringen lässt. Das ist eigentlich nicht eine Frage, die wir uns ständig hier stellen können. Wie hängen die jeweiligen Theorien mit A- und B-Reihe zusammen? Also wo kommt die Gegenwart, das Zeitbewusstsein ins Spiel? Spielt das eine Rolle? Wir werden jetzt sehen, dass, also bei Newton können wir jetzt praktisch sagen, spielt die A-Reihe so gut wie keine Rolle. Ja? Die absolute Zeit ist gerade das, was absieht von solchen relativen Sachen. Wir werden dann sehen, und das ist eine hochinteressante Entwicklung, dass die Bewertung von A-Reihe und B-Reihe im Laufe der Zeit sich radikal gewandelt hat. Während jetzt Newton, bei Aristoteles und Augustinus, denke ich, wird da noch nicht so stark dazwischen unterschieden. Für die gehört das zusammen. Aber bei Newton ist es jedenfalls die B-Reihe. Und bei Heidegger, den wir jetzt ganz am Ende dieses Semesters behandeln werden, bei dem geht es so weit, dass er sagt, die A-Reihe, also diese subjektive Zeit sozusagen, die ist die eigentliche Zeit. Und er geht sogar noch ein bisschen höher hinaus. Er will diese A-Reihe noch mehr idealisieren oder noch mehr subjektivieren oder vielleicht genauer gesagt existenzialisieren, wenn man das überhaupt so sagen kann. Also für ihn ist die A-Reihe noch gar nicht genug philosophisch gedacht. Für ihn muss das Ganze, was ja eigentlich schon recht subjektiv ist, ob ich jetzt Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft empfinde, für Heidegger muss diese A-Reihe noch weiter radikalisiert werden, im Sinne der Existenzphilosophie. Und alles andere, die A-Reihe und die B-Reihe sowieso, das sind bloße Abstraktionen dieses eigentlich existenziellen Zeitvollzugs, in dem wir uns befinden.
Sie sehen also, es gibt eine totale Umkehrung der Verhältnisse. Heidegger und auch die ganze Phänomenologie sagt, der existenzielle, individuelle vielleicht nicht, aber existenzielle Zeitvollzug, Zeitbezug, der ist das Entscheidende am Zeitbegriff. Also gerade die Subjektivität in ihrer stärksten Ausformung und nicht die Messbarkeit und die absolute Zeit. Das sind alles bloße Abstraktionen. Da lässt man ganz viele Dinge fort, um überhaupt zu so einer Reihe zu kommen. Da müssen wir absehen vom Subjekt der Zeiterfahrung und so weiter und so fort. Und das ist nicht die unmittelbare Zeit, wie wir sie existenziell vorfinden. Also es gibt hier immer wieder Schwankungen in der Bewertung von A-Reihe und B-Reihe. Und das sollte man, glaube ich, auch immer reflektieren. Ja, und dann natürlich die Frage, wir wollen ja nicht nur einfach sagen, was sagt jetzt der, was sagt die, sondern wir wollen uns auch immer fragen, ja, was ist jetzt überzeugender? Also die Frage, die wir vielleicht heute auch noch am Ende stellen können, ist die, welche der beiden Zeitauffassungen, die von Newton oder von Leibniz, überzeugender ist. Und wenn ja, oder wenn wir dafür argumentieren, dass es eine ist, dann die Frage, warum ist sie denn jetzt überzeugender? Okay, bitte. Ich finde, dass man das nicht so sagen kann, dass jetzt bei Newton die A-Reihe gar keine Rolle spielt. Das bezieht sich ja nur auf das Zitat halt absolute Zeit, dass er da die A-Reihe jetzt quasi ausklammert. Aber wenn er misst oder wenn er wissenschaftlich tätig ist, dann wird er natürlich auch die subjektive bzw. relative Form halt mit implizieren. Also ich denke nicht, dass er jetzt ein Gegner der A-Reihe im übertragenen Sinne wäre. Weil er bewegt sich ja als Mathematiker oder was er ist, oder bewegt er sich ja letztendlich in dem Raum, der jetzt nicht der absolute ist. Bestimmt. Sicherlich, er würde nicht bestreiten, dass es solche Phänomene gibt, die der A-Reihe zuzurechnen sind, aber er nennt sie ja eben die falsche Zeit. Ne? Also er hat ja diese zwei Unterscheidungen. Er hat einerseits die absolute, wahre, mathematische Zeit und dann hat er die andere Zeit und die scheint mir, müssen wir jetzt mal ins Original schauen, im englischen Original, aber in der deutschen Übersetzung sagt er die scheinbare, die gewöhnliche und ich glaube sogar auch die falsche Zeit. Also ganz starke Wertung. Wir können nochmal kurz zurückspringen. Ich gehe gerne nochmal kurz zurück, dass man hier jedenfalls, er sagt die relative, scheinbare und gewöhnliche Zeit. Also falsch sagt er jetzt hier nicht. Also es ist doch eine sehr, wie ich glaube, ein bisschen abwertende. Ne? Also gewöhnlich, scheinbare. Ne? Also falsch sagt er nicht, aber scheinbare. Ne? Also, er würde das nicht leugnen, aber der Fokus oder das, worum es eigentlich geht, ist die absolute Zeit, weil sie sich mathematisch beschreiben lässt. Und das ist halt doch mal was anderes davon, dass wir jetzt sagen, nein, wir müssen uns mit dieser Zeit befassen, die sich gerade nicht mathematisch beschreiben. Diese Zeit, die an unsere Subjektivität haftet, nicht nur unsere Subjektivität, sondern unsere Existenz. Also Heidegger spricht ja dann wirklich gar nicht mal mehr von Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, sondern er spricht von Ekstasen und nennt also Vergangenheit plötzlich mit einem anderen Begriff. Er sagt gar nicht mehr Vergangenheit. Vergangenheit ist für ihn schon zu sehr B-Reihe-mäßig, ne? Zu sehr abstrakt schon. Also es geht einfach nur um Tendenzen. Und also bei Newton, wie mir scheint, ist doch die A-Reihe das, die B-Reihe das, also diese absolute Zeit das, worauf es ankommt. Und die A-Reihen-Phänomene könnte man sicherlich mit der scheinbaren Zeit, der gewöhnlichen Zeit in Verbindung bringen. Aber darum geht es ihm nicht so sehr. Er möchte diese absolute Zeit betrachten. Und bei Heidegger und anderen und Bergson und so sehen wir dann plötzlich eine Aufwertung der A-Reihe. Und nicht nur einfach so, weil es schick ist, sondern die haben ihre Argumente. Und diese Argumente sind interessant. Also warum sie jetzt plötzlich sagen, wir müssen so mehr in die Richtung der A-Reihe gehen. Warum? Warum sollten wir nicht wieder so eine absolute Zeit ansetzen wollen? Warum nicht? Und das müssen wir versuchen, einfach in Auseinandersetzung abzuwägen. Und wie mir scheint, haben wir jetzt hier bei Leibniz einen kleinen Wechsel wieder hin in Richtung A-Reihe. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es in so einem starken Sinne zu beobachten ist, aber ich glaube nicht, dass er noch so stark, wie es Newton tat, jetzt auf sowas wie eine absoluten Zeit beharrt, sondern dass da sich das Ganze wieder etwas in Bewegung bringen lässt durch ihn. Und jetzt müssen wir einfach mal schauen, was er sagt. Also was mich angeht, sagt jetzt Leibniz,
So habe ich mehr als einmal betont, dass ich den Raum für etwas bloß Relatives halte, wie die Zeit. Für eine Ordnung des gleichzeitig Bestehenden, wie die Zeit eine Ordnung von Aufeinanderfolgendem ist. Denn der Raum bezeichnet als Ausdruck der Möglichkeit eine Ordnung von Dingen, die zur selben Zeit existieren, insofern sie zusammen existieren, ohne auf ihre besondere Arten zu existieren, einzugehen. Wenn man mehrere Dinge zusammen sieht, so nimmt man diese Ordnung der Dinge untereinander wahr. Aha, also was kann man jetzt schon mal anhand der ersten Begriffe hier sagen? Worüber geht es jetzt hier? Und worauf legt jetzt hier Leibniz den Fokus im Gegensatz zu Newton? Welches Wort müssen wir jetzt hier besonders betonen? Genau, das Relative. Also es gibt diese absolute Zeit, gibt es nach Leibniz nicht. Gut, jetzt kann man sich natürlich sagen, ist nicht die B-Reihe, so wie wir sie jetzt hier beschrieben haben, nicht auch nur eine Ordnung von Aufeinanderfolgenden? Ja? Wenn wir jetzt meinten, dass bei Newton die absolute Zeit sowas wie diese B-Reihe ist, die ist ja eine Ordnung von Aufeinanderfolgendem, dann hätte ja Leibniz auch so eine B-Reihenvorstellung. Aber trotzdem unterscheiden die sich. Also ist wohl die Frage, wie die B-Reihe existiert. Ja? Existiert sie absolut unabhängig von uns als zeitlichen Wesen oder existiert sie nur in Verbindung mit uns als zeitlichen Wesen? Und ich glaube, Leibniz sagt das Zweite. Also er bringt diese Subjektivität wieder ein bisschen stärker mit ins Spiel. Also eine Ordnung. Die Zeit ist nach Leibniz eine relative Ordnung von Aufeinanderfolgendem. Eine Ordnung von Aufeinanderfolgendem. Also es geht um das Aufeinanderfolgende und es geht nicht so sehr um das Gefäß oder den Rahmen oder was auch immer, in dem das Aufeinanderfolgende ist. Das ist vielleicht der Unterschied. Ne? Also für Newton ist nicht so sehr das Aufeinanderfolgende das Entscheidende, sondern das Gefäß oder der Rahmen, in dem etwas aufeinander folgen kann. Das ist die absolute Zeit. Und Leibniz sagt, nein, wir achten auf das Aufeinanderfolgende. Vielleicht auf eine gewisse Ordnung, aber es ist schon eher das Aufeinanderfolgende. Das, was in diesem Gefäß ist. Nicht so sehr das Gefäß. So scheint es mir. Angenommen, jemand fragt, und jetzt kommt so eine theologische Dimension ins Spiel, das ist auch ganz spannend. Also das mag jetzt zunächst mal irritieren, aber Leibniz und Newton behandeln die Zeit und den Raum eben immer auch von einem gewissen theologischen Kontext. Oder kosmologischen Kontext, könnte man auch sagen. Angenommen, jemand fragte, weshalb Gott nicht alles um ein Jahr früher geschaffen hat. Und wenn dieselbe Person den Schluss ziehen wollte, dass Gott etwas getan hat, wofür man unmöglich einen Grund angeben kann, weshalb er es so und nicht anders gemacht hat, so würde man ihm antworten, dass seine Schlussfolgerung richtig wäre, wenn die Zeit etwas wäre, das außerhalb der zeitlichen Dinge ist, weil es dann unmöglich wäre, einen Grund zu finden, weshalb die Dinge bei gleichbleibender Aufeinanderfolge diesem und nicht anderen Augenblicken zugeordnet sein sollten. Aber eben dies beweist, dass die Augenblicke außer den Dingen nicht sind und dass sie ausschließlich in deren aufeinanderfolgende Ordnung Bestand haben, welche dieselbe bleibt, sodass sich der eine der beiden Zustände wie derjenige der angenommenen zeitlichen Vorverschiebung in nichts unterscheiden würde und nicht von dem anderen unterschieden werden könnte, der jetzt ist. Was ist jetzt das Argument? Das ist ein bisschen schwierig, ne? Also, wenn ich mir jetzt bei Newton vorstellen kann, ich habe da so eine Reihe von Abfolgen, so ein Konstrukt, dann könnte man das theoretisch auf der Zeitachse verschieben. Ja? Die Zeitachse wäre sozusagen der absolute Raum. Der absolute Raum, ja, und da kann ich das Ding verschieben. Bei Leibniz gibt es aber, wenn ich es richtig verstehe, diese Achse gar nicht, sondern das, was ich jetzt verschieben wollte, ist eigentlich mein Bezugssystem, meine Zeit.
Ja, also das sind. Es gibt diesen absoluten Raum nicht, an dem diese Verschiebung gemessen wird. Völlig richtig. Ich glaube, Sie haben es richtig formuliert. Es käme am Ende auf selbe raus, auch wenn es 2 Jahre davor wäre. Ne? Weil dieser absolute Raum, diese absolute Zeit nicht existiert, an der diese Bewegungsverschiebung gemessen werden kann. Ja, weil die Bewegung ja sozusagen das Maß ist. Mhm. Die kann ja nicht relativ zu etwas anderem verschieben genau. werden. Genau, richtig. Genau, also die Zeitbewegung als solche ist irgendwie schon selbstgenügsam oder so, oder absolut. Sie muss nicht noch an etwas anderem der Zeit. Es gibt nicht 2 Arten von Zeit, könnte man auch sagen. Es gibt nicht relative Zeitbewegung, das wären jetzt diese 2 Jahre früher, und dann noch diese absolute Zeit, die dagegen dann absolut ist, aber dann als solche genommen, wie Sie ja auch sagten, immer noch im Fluss sein müsste. Ne? Also es ist so, als würde man versuchen, ein Ideal in Relation zu sich selbst zu verschieben. Mhm. Ja, das geht natürlich nicht. Ich glaube, das geht in die richtige Richtung. Haben Sie gut erkannt. Bitte. Was würde Leibniz zum absoluten leeren Raum sagen? Absoluten leeren Raum nicht sagen. Da wäre er sehr skeptisch. Sehr skeptisch. Also Leibniz bestreitet auch, dass es so einen absoluten Raum gibt, wie es eine absolute Zeit gibt. Geht immer stark von den Ordnungen innerhalb des Raumes und der Zeit aus. Ne? Ja, aber nehmen wir jetzt irgendeinen Teil im Universum an, der völlig materiefrei ist. Irgendeinen Ausschnitt. Was würde Leibniz diesen Bereich betrachten? Was wäre da? Er wäre letztendlich ununterscheidbar von anderen möglichen leeren Räumen. Ne? Also bei Leibniz würde dann das, was ich. Ja, das wäre dann im Grunde genommen nicht in diesem Sinne räumlich. Und es wäre vor allem auch nicht unterscheidbar. Nicht mehr unterscheidbar. Also für Leibniz geht es immer darum, dass wir, wenn etwas genau identisch ist, auch wenn es jetzt leer ist, dass es dann koinzidiert mit dem anderen. Aber Sie haben auch recht. Also das würde, nach Leibniz muss immer etwas im Raum und in der Zeit sein, um letztendlich räumlich genannt werden zu können. Also er lehnt eine Vorstellung von Raum und Zeit als Gefäßen ab. Es sind Relationen von Räumlichem zueinander. Das macht die Verhältnisse machen, erzeugen das Räumliche und das Zeitliche. Und nicht das Maß, der Maßstab oder der Rahmen innerhalb dessen etwas ist. Also er hat eine völlig andere Vorstellung von Raum und Zeit, als es eine Auffassung ist, die beide als Gefäße denkt. Er denkt stärker von den individuellen Dingen her betrachtet. Ne? Aber wir müssen das vielleicht noch ein bisschen offen lassen. Wir kommen noch drauf zu sprechen im Folgenden. Also er lehnt, wie gesagt, das kann man schon mal sagen, sowas wie einen absoluten Raum und eine absolute Zeit ab. Das haben wir jetzt schon mal hier jedenfalls gesehen. Ne? Und so wie Sie es jetzt auch reformuliert haben, die Zeit wird nicht verschoben, anhand eines absoluten Maßstabes, sondern wir können es letztendlich dann gar nicht mehr relationieren an einen absoluten Maßstab, sondern es kommt auf dasselbe hinaus. Ja. Das ist dieser letzte Satz. Aber eben dies beweist, dieser Satz hier, aber eben dies beweist, dass die Augenblicke außer den Dingen nicht sind und dass sie ausschließlich in deren aufeinanderfolgenden Ordnung Bestand haben, welche dieselbe bleibt, da sich der eine der beiden Zustände wie derjenige der angenommenen zeitlichen Vorverschiebung in nichts unterscheiden würde und nicht von dem anderen unterschieden werden könnte. Also letztendlich ist es so, also der Punkt ist der, wenn wir eine Ordnung von Bewegung uns denken, die exakt identisch ist von ihrer Ordnung und die uns denken, dass sie 5 Minuten früher begonnen hätte mit genau derselben Ordnung, dann wäre sie nach Leibniz ununterscheidbar. Also die frühere Ordnung der zeitlichen Ordnung, die identisch ist, macht nicht, dass aus beiden 2 verschiedene Entitäten werden, sondern sie koinzidieren. Also der frühere Beginn ist nicht letztendlich entscheidend für die Individuierung oder sogar für eine ontologische Bestimmung
dieser Ordnung. Also es käme auf dasselbe hinaus. Das liegt, hängt damit zusammen, dass für Leibniz das Ununterscheidbare, also wenn zwei Dinge völlig dieselben Eigenschaften haben, dass sie dann koinzidieren, wenn sie genau dieselben Eigenschaften haben. Und offensichtlich, das schließe ich jetzt daraus, ist für Leibniz das früher Beginnen oder das später Beginn einer zeitlich identischen Ordnung nichts, was die Ordnung selbst als Eigenschaft bestimmt. Als ob etwas derselben zeitlichen Ordnung früher oder später mit dieser selben zeitlichen Ordnung begonnen hat, ändert an der Sache nichts. Das ist genau dieselbe Sache. Und deswegen koinzidieren sie. Und deswegen spielt die absolute Zeit, also dieser Rahmen, anhand dessen dann diese zeitliche Bewegung vor- oder zurückgeschoben wird, keine Rolle. Ja? Könnte man dann sagen, dass Leibniz Zeit an Veränderung koppelt? Also das ist sozusagen keine zeitgebundene Veränderung, eine Verbindung. Wenn du mir sagst, du könntest auch eine absolute Zeit geben, auch wenn sich da nichts verändert. Ich denke, in diese Richtung geht es, ja. Also ich versuche es mal ein bisschen grafisch zu veranschaulichen, wie ich es verstehe. Also wir nehmen jetzt mal an, es gäbe so eine absolute Zeit. Und jetzt habe ich hier eine, das ist jetzt mal so eine Bewegung, so eine Ordnung. Das ist eine Aufeinander, ich kann auch sowas machen, sowas. Das ist jetzt mal eine so eine Ordnung. Und ob ich die jetzt ein bisschen weiter nach links verschiebe, also genau gleich lang, also in diese Richtung oder in diese Richtung, spielt nach Leibniz keine Rolle, ist dieselbe Zeit. Eine Rolle spielt das nur nach Newton, weil bei dem hier noch dieser absolute Maßstab noch hinzukommt, an dem man dann das messen kann. Für ihn sind das genau dieselben zeitlichen Ordnungen. Also es interessiert für ihn nur die Zeit und die Ordnung innerhalb dieser Beträge, dieser Grenzen, dieser Phasen. Nur das interessiert ihn nicht. Und nicht die Frage noch, ob jetzt das Ganze nach vorne in einer absoluten Zeit nach vorne oder zurück verschoben wurde. Das spielt für ihn keine Rolle. Deswegen gibt es für ihn das hier nicht, praktisch diese absolute Zeit. Ja, in diesem Sinne. So interpretiere ich das jetzt, ja. Also für ihn ist das letztendlich identisch, wenn es genau gleich lang ist sozusagen. Jetzt haben wir wieder eine Verräumlichung der Zeit vorgenommen. Ne? Wenn die genau identisch sind, diese Phasen hier, dann ist es völlig unerheblich. Dann machen wir nicht zwei daraus, wenn sie genau gleich groß werden und zu verschiedenen Zeitpunkten innerhalb dieser absoluten Zeit existieren würden. Ja? Sehr abstrakt jetzt. Wir lesen einfach mal weiter. War noch eine Meldung? Hatte sich noch jemand gemeldet? Also eine Frage, kann man da wirklich sagen, dass sie identisch sind oder muss man sagen, dass die absolute Zeit wegfällt? Ja, ich denke, es kommt aufs selbe hinaus, läuft aufs selbe hinaus. Also wenn es keine absolute Zeit gibt, dann sind die eben auch identisch. Ne? Weil dann interessiert ja nicht mehr das vorher oder später, jetzt im absoluten Sinne, sondern nur noch der Betrag sozusagen. Also ich denke, es hängt damit zusammen, dass es nach Leibniz keine absolute Zeit gibt. Deswegen sind sie identisch. Ja. Weil es nicht relevant ist, ob sie früher oder später gemessen an einer absoluten Zeit sind. Aber es ist eine spannende Frage. Ja. Aber ich glaube, er streitet einfach ab, dass es so eine absolute Zeit gibt. Natürlich würde auch seinem Prinzip der Identität das eben zuwiderlaufen. Ne? Wir hätten dann genau dieselben Phasen, dieselben Ordnungen. Das, was ich hier so gezeichnet habe, die wären genau identisch. Wenn wir annehmen, es gäbe zwei identische Ordnungen, nur die würden zeitlich in der absoluten Zeit, sagen, zu unterschiedlichen Zeitpunkten beginnen, dann wäre eben die Frage, sie wären ja nur noch unterscheidbar durch ihre Zeitstelle oder ihre Raumstelle im
absoluten Raum bzw. in der absoluten Zeit. Und so wie ich jetzt dieses Zitat lese, scheint das für Leibniz nicht hinreichend zu sein, um eine Entität, ein Ding zu individuieren. Also er achtet offensichtlich nur auf diese inneren Grenzen hier. Wenn die dieselben sind, dann sind sie identisch. Ne? Ja? Das heißt, vor der Schöpfung gab es keine Zeit nach Leibniz. Eine spannende Frage. Das müssen wir jetzt erst nochmal offen lassen. Da sehen Sie hier einen Anhaltspunkt, dass es daraus folgen würde. Würde das nach Ihrer Lesart... Wenn die Zeit abhängig ist von Ihnen, von realen Dingen, die werden erst erschaffen, also wenn Gottes Bild bleibt, dann kommt es vorher in die Zeit. Das ist eine spannende Frage auf jeden Fall. Er kommt noch drauf zu sprechen. Wir müssen es erst mal offen lassen. Also ich würde jetzt aus diesen Passagen scheint mir das jetzt noch nicht unmittelbar zu folgen, aber wir lassen es mal offen erstmal. Also es ist eine spannende Frage, eben solche Grenzfragen. Was war bei der Schöpfung? Gab es einen Zustand davor? Wie verhält sich das mit der Existenz Gottes? Das sind spannende Fragen, die damit auch noch ein bisschen zusammenhängen, wie wir ja auch schon bei Augustinus gesehen hatten, dass für ihn auch diese Frage nach der Schöpfung eine ganz, ganz große Rolle spielt. Jetzt gehen wir aber erstmal weiter. Ich lese nochmal vor. Also, Moment. So, wenn der Raum und die Zeit etwas Absolutes wären, das heißt, wenn sie etwas anderes wären als gewisse Ordnungen von Dingen, so wäre das, was ich gesagt habe, ein Widerspruch. Da sie das aber keineswegs sind, so ist die Hypothese widersprüchlich. Das heißt, sie ist eine unmögliche Erfindung. Also, da wird einfach nur noch mal gesagt, dass Raum und Zeit nichts Absolutes sind und daraus folgt für Leibniz, dass sie eben nur gewisse Ordnungen von Dingen sind. Was auch immer jetzt die Dinge sind, was jetzt Dinge sind, sind es also Gegenstände, Substanzen, das müssen wir jetzt mal offen lassen, aber von etwas, was existiert. Ordnung von Existierendem. Und die räumliche Ordnung von Existierendem ist einfach eine solche Ordnung, die sich beschreiben lässt wie Ding A ist eben 5 Meter weiter links, oder 5 Meter entfernt von Ding B. Natürlich kann man sich jetzt fragen, ist dann die Rede von links und rechts nicht nur relativ, ne? Aber jedenfalls 5 Meter entfernt von Ding B. Das ist eine räumliche Ordnung und eine zeitliche Ordnung wäre dann eben, das kam vor, also A kam vor, also zeitlich vor B. Und hier ist dann die Frage, natürlich, um so eine Ordnung zeitlicher Art denken zu können, müssen wir tendenziell sowas wie eine B-Reihe voraussetzen. Also wir müssen schon, um eine Ordnung von zeitlichen Dingen denken zu können, im Modus der B-Reihe denken. Die Frage ist jetzt eben nur, existiert die B-Reihe als solche unabhängig von den konkreten zeitlichen Abfolgen? Ne? Das ist die spannende Frage. Ne? Oder sollten wir nicht nur einzelne Episoden im Sinne dieser A- und B-Reihe verstehen? Also dieser B-Reihe verstehen? Solche Ordnungen, die folgen natürlich der Logik der B-Reihe. Das hier ist vor dem hier, wenn wir jetzt sagen, das ist A, das ist B, dann ist natürlich A vor B, aber wir beziehen das Ganze dann nicht nochmal auf eine generelle zeitliche Ordnung. Ne? Also mir scheint, dass Newton eben so eine sehr starke B-Reihe denkt, fast schon eine Substantialisierung der B-Reihe. Während Leibniz so eine eher Relativierung der B-Reihe vornimmt. Also nicht in diesem Sinne, dass es eine A-Reihe wird, aber er denkt die B-Reihe schwächer
als es Newton tut. Ich denke, das kann man sagen. Wenn wir etwas haben, was nach der B-Reihe strukturiert ist, eine zeitliche Abfolge, dann müssen wir die nicht nochmal an einer fixen B-Reihe also messen sozusagen. Es geht letztendlich um die Relativität von Episoden und nicht um die absolute Verordnung in einem als fix gedachten Koordinatensystem. Also dieses große Koordinatensystem, in dem sich alles bewegt, das existiert nach Leibniz so nicht. Es existieren die relativen Ordnungen von Ereignissen. Ist kein Widerspruch eigentlich in sich, wenn es quasi auf Relationen basiert und es sind keine Relationen da, dann existiert es. Eben innerhalb der zeitlichen Abfolgen schon, da gibt es schon Relationen. Also jetzt wie hier. A und B jetzt, ne? Wenn das jetzt eins ist. Die Frage ist halt, gut, die Frage ist, aufgrund wessen kann man das bewerten? Brauchen wir, um sowas unterscheiden zu wollen, so eine B-Reihe? Nee, ich meine, jetzt wäre es, dass es keine Ereignisse gibt. Die gibt es schon, die gibt es schon für ihn, für Leibniz gibt es schon Abfolgen. Und wenn es keine geben würde? Dann, das war die Frage mit diesem Raum, dann würde er wahrscheinlich sagen, gibt es keine. Es liegt so ein bisschen nahe, ne, daraus zu schließen. Also von der Veränderung auf Zeit zu schließen, ne? Also das ist die Zeit. Und dann kann man sich fragen, wenn es jetzt keine gibt, ja, oder keine Teilchen, die in einer Relation zueinander sind, dann würde Newton sagen, gibt es trotzdem die absolute Zeit. Ne? Das wäre wahrscheinlich so die Konsequenz. Also er sagt, selbst wenn sie jetzt da nichts tut, es gibt trotzdem die absolute Zeit, die als starrer Rahmen möglicher Beschreibungen im Hintergrund existiert. Und Leibniz wäre da ein bisschen idealistischer, in Anführungsstrichen. Er würde das ganz stark von der Bewegung abhängig machen. Ne? Und nicht sagen, auch wenn sich da nichts tut, dennoch gibt es hinten dieses starre Koordinatensystem, die absolute Zeit. Dann ist das Gefäß halt leer, sozusagen. Das Raumzeitgefäß ist leer. Und wenn da gerade nichts sich tut, ne, aber es existiert trotzdem. Und in Leibniz würde sagen, nein, dann gibt es eben keine Zeit und keinen Raum. Ja. Ich frage mich gerade, diese unregelmäßige Linie, die Sie da bei der Leibnizschen Abfolge der Ereignisse so zeigen, auf den Zufall ist im Vergleich zu der von also Newton stellt sich hier nicht nur eine B-Reihe vor, sondern er stellt sich hier irgendwie auch eine B-Reihe vor, die gleichmäßig unterteilt ist, wo eine gewisse Ordnung drin ist. Und das frage ich mich gerade, wäre bei Leibniz denkbar, dass selbst wenn wir ihn innerhalb, wenn wir ihn als B-Reihe verstehen, dass die nicht so gleichmäßig und schnurgerade ist? Ja, also es geht, glaube ich, ein bisschen diese Richtung. Er würde natürlich nicht sagen, dass die Zeit schneller oder langsamer verfließen kann. Natürlich muss man an Leibniz zurückfragen, ja, warum denn nicht? Wenn wir keine absolute Zeit haben, dann hast du Probleme anzugeben, dass die Zeit gleichmäßig verläuft. Das wäre natürlich jetzt eine kritische Rückfrage an Leibniz. Ne? Das ist ein Koppel von diesem chaotischen Lärm der realen Welt, ja, was wirklich so passiert. Ja? Also genau, also die gute Frage, folgt daraus nicht für Leibniz, dass er nicht zeigen kann, dass die Zeit konstant verläuft. Weil das konnte ja Newton damit leisten, zu sagen, alle Ereignisse, die Sie jetzt hier finden, die sind, auch wenn Sie hier diese Kurven haben, die sind immer noch relativ auf die absolute Zeit. Und weil sie relativ auf die absolute Zeit sind, verlaufen sie genau gleich schnell, auch wenn da Unterschiedliches passiert. Sie laufen genau, die Zeit verläuft in den Ereignissen genau gleich schnell. Und jetzt ist die Frage, kann diese gleiche Taktung der Zeit, kann die jetzt Leibniz noch erklären, wenn er sowas wie eine absolute Zeit als so einen starren Hintergrund nicht mehr annimmt? Ja, das ist so ein Problem für Leibniz. Ne? Das müssen wir einfach mal so anerkennen. Ja? Er sagt nochmal was, ich habe hier so ein paar Zitate aus diesen zahlreichen Texten rausgefischt. Er sagt, dass der Raum lediglich eine Ordnung der Dinge ist wie die Zeit und keineswegs eine absolute Wesenheit. Also er wirft jetzt Newton vor, den Raum und die Zeit ja, zu essentialisieren. Ja? Also etwas, was unabhängig von Bewegung und von Zeit ist. Und das ist natürlich
Klar, natürlich, wenn man sowas wie Raum und Zeit als Wesenheiten annimmt, dann ist das schon schwierig, weil wie existiert denn der Raum und der Zeit und die Zeit? Wie existieren die denn an sich genommen? Wir können doch nur Räumliches und Zeitliches sehen oder wahrnehmen. Wie soll er denn existieren? Ist es nicht nur so eine Denkfigur, so eine notwendige Denkbedingung, um den gleichmäßigen Ablauf der Zeit denken zu können? Und jetzt sagt aber Clark dagegen, jetzt habe ich mal die andere Stimme noch reingebracht, das ist das zweite Zitat, er sagt, dass Raum und Zeit nicht die bloße Ordnung von Mengen sind, sondern wirkliche Mengen, was Anordnung und Lage nicht sind. Ja, also, das ist ein direkter Bezug jetzt auf das vorherige Zitat. Und das erste ist jetzt von Leibniz und das zweite ist von Clark. Inwiefern sind Raum und Zeit wirkliche Mengen? Ja, es ist eben dieses, wie wir uns das vorgestellt haben, diesem Koordinatensystem, dass es eben diese Raum- und Zeitpunkte gibt, so Platzhalter vielleicht sogar, so als Platzhalter, die in diesem absoluten Raum belegt werden können oder nicht. Ne? Es gibt, Sie müssen es so vorstellen, also stelle ich es mir gerade vor, so ein absolutes Koordinatensystem, ein raumzeitliches Koordinatensystem, wo es also Raumzeitpunkte gibt, nicht nur räumliche Punkte, sondern auch zeitliche Punkte. Und die können eben besetzt sein oder nicht besetzt sein. Ja? Und es gibt die Zeit natürlich auch in diesem absoluten Sinne, wenn der Punkt nicht besetzt ist. Ja? Wenn da jetzt nichts drin ist. Ne? Also man kann sich das dann durchaus wieder wie so einen Minkowski-Raum natürlich vorstellen, wenn man die Lichtgeschwindigkeit mit reintut. Und sonst müsste man sich es eben nicht als so einen Kegel vorstellen, sondern als so ein gleichmäßig ausstrahlendes Koordinatensystem. Ne? Also das ist jetzt so ein Punkt, der mir jetzt kommt, so als Platzhalter, Raumzeit, Platzhalter, die besetzt sein können oder nicht besetzt sein können. Und die als Platzhalter existieren, nach Newton jetzt gedacht, auch wenn da nichts ist. Das wäre vielleicht so eine Vorstellung noch vom absoluten Raum. Jetzt sagt dann nochmal Clark was. Offensichtlich ist auch, dass die Zeit nicht nur die Ordnung der Nacheinanderfolge von Dingen ist, denn die Menge der Zeit kann größer oder kleiner sein und trotzdem bleibt jene Ordnung dieselbe. Die Ordnung des Aufeinanderfolgens von Dingen in der Zeit ist nicht die Zeit selbst. Denn sie können, und jetzt kommt das Argument, denn sie können in derselben Aufeinanderfolge schneller oder langsamer aufeinanderfolgen, aber nicht in derselben Zeit. Wenn es keine Geschöpfe gäbe, so wäre doch aufgrund der Allgegenwart Gottes und der Dauer seines Reichs der Raum und die Zeit genau dasselbe wie jetzt. Entscheidend ist hier dieser Satz, denn sie können in derselben Aufeinanderfolge schneller oder langsamer aufeinanderfolgen, aber nicht in derselben Zeit. Das war jetzt diesen Punkt, den wir vorhin hatten, wo man jetzt sagte, aber Leibniz, wenn du jetzt hier nicht diesen absoluten Raum oder beziehungsweise die absolute Zeit annimmst, dann kannst du doch gar nicht zeigen, ob jetzt da was schneller oder langsamer verläuft. Ob die Zeit jetzt nicht schneller oder langsamer verläuft. Ja. Und das scheint mir so ein bisschen daraus auch zu folgen. Ne? Also wie kann er jetzt hier die gleichmäßige Abfolge der Zeit begründen, wenn er nicht sowas wie einen absoluten Raum oder eine absolute Zeit annimmt. Und er würde jetzt eben sagen, klar, dass Leibniz sagt, die Zeit ist nur die Ordnung der Nacheinanderfolge von Dingen. Ja, aber ist diese Ordnung jetzt so, dass die Nacheinanderfolge gleichmäßig getaktet ist? Woher bekomme ich diese gleichmäßige Taktung? So eine bloße Nacheinanderfolge von Dingen kann sich schneller oder langsamer vollziehen. Muss ich da nicht, um das jetzt bewerten zu können, nochmal so einen zusätzlichen Rahmen annehmen? Sagt aber Leibniz wieder, die Teile der Zeit und des Ortes sind für sich selbst genommen Dinge, die nur in der Vorstellung vorhanden sind. Deshalb gleichen sie einander vollkommen, wie zwei abstrakte Einheiten.
Das ist jetzt wieder ein ähnliches Argument wie das, wo man gesagt hat, wir verschieben jetzt dieselben Zeitepisoden innerhalb der absoluten Zeit und sehen, dass sie sich selbst voneinander nicht unterscheiden. Ne? Und das ist hier genau dasselbe. Also Verleibniz, wenn ich ihn recht lese, müssten alle Teile der Zeit oder des Ortes nach seinem absoluten Verständnis von Raum und Zeit eigentlich koinzidieren. Das ist ja ununterscheidbar. Ja, wie kann es denn verschiedene Raum- und Zeitpunkte geben, wenn doch alle oder Orte alle identisch sind? Müsste es doch nur noch einen geben, wenn das Ununterscheidbare zusammenfällt. Und das ist bei Leibniz so ein Prinzip, dass was ununterscheidbar ist, muss identisch sein. Ja, jetzt sagt er also, sie sind nur in der Vorstellung vorhanden. Also da haben wir jetzt so eine schwache epistemische oder auch eine schwach subjektivistische Auffassung der Zeit, was wieder ein bisschen mehr in die A-Reihe geht, ja, weil jetzt hier das Subjekt wieder ein bisschen stärker ins Spiel kommt. Ja. Vorstellung. Vorstellung ist nichts Ontologisches, was Epistemisches. Noch ein Zitat, da der Raum an sich wie die Zeit nur eine in der Vorstellung vorhandene Sache ist, so kann der Raum außer der Welt nur eingebildet sein, wie sogar die Scholastiker sehr wohl erkannt haben. Der Fall liegt ebenso mit dem leeren Raum in der Welt, den ich aus den angegebenen Gründen ebenfalls für eingebildet halt. Also, den leeren Raum, den gibt es nicht, sagt Leibniz, gegen Newton. Und Newton ja, sagt, es könnte so einen leeren Raum geben, wie auch eine leere Zeit. Ne? Die reine Form sozusagen. Sagt Leibniz, nein, das ist eingebildet, das ist nur im Geist, in der Vorstellung vorhanden. Dabei möchte ich es für heute mal belassen. Sie sehen, es geht hier richtig schön in ein Konfliktverhältnis hinein zwischen Clark alias oder für Newton sprechend und Leibniz. Und ich denke, wir können sagen, bei Leibniz gibt es so einen leichten Übergang, so eine leichte Tendenz zur A-Reihe, auch wenn er jetzt nicht so sehr die Gegenwart und so betont. Aber das Subjekt, was bei Newton völlig außen vor gelassen wurde, das kommt jetzt hier für Leibniz wieder stärker ins Spiel. Wir haben jetzt noch ein paar weitere Folien, bis Folie 25, also 5 Folien gibt es noch. Die finden Sie alle auf Philocast. Laden Sie sich die runter, lesen Sie sie nochmal. Wir werden in der nächsten Sitzung nochmal auf Newton und Leibniz eingehen und dann in der zweiten Hälfte der nächsten Sitzung auf Albert Einstein eingehen, auf seine spezielle Relativitätstheorie. Dann bis zur nächsten Sitzung.